von der Stadt Heidelberg. Und da sind so ein paar Beschwerden der Einwohner oder heißt es Einwohner, also Einwohnende? Nein, das ist ja, das wäre, Einwohner wäre ja richtig korrekt. Also Rot-Grün oder Grün-Rot wäre es, glaube ich, Einwohnende, aber ist egal. Ich lese zwei, drei vor. Eigentlich hatte ich nichts vor. Das ist schon ein paar Wochen her oder Monate her, dass ich es bekommen habe. Aber ich dachte, das passt jetzt ganz gut dazu. Also, wir sind Anwohner der Kleinschmidtstraße in der Heidelberger Weststadt. Seit Wochen werden wir regelmäßig durch die Spaziergänge von der Querdenkenszene nahestehenden Gruppe belästigt. Ich habe keine Ahnung, wenn Sie gemeint haben. Also hier sind keine Querdenken nahestehenden Gruppierungen unterwegs. Aber egal. Wenn man denken könnte, wird man sowas nicht schreiben, aber scheiß drauf. Abgesehen davon, dass die durch Transparente und Sprechchöre transportierten Meinungen teilweise nur schwer erträglich sind. Freiheit, was schreit ihr immer? Selbstbestimmung, das ist verdammt schwer zu ertragen. Pfui! Genau, leiden wir. Also abgesehen davon, dass die durch Transparente und Sprechchöre transportierten Meinungen teilweise nur schwer erträglich sind, leiden wir auch unter dem Lärm und den entstehenden Sperrungen unserer Straßen für den Verkehr. Eine Tüte mit. Natürlich wäre es schön, wenn diese Demonstration plötzlich ein Ende fänden. Wie findet eine Demonstration plötzlich ein Ende? Ja, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich wollen sie, dass da hier ein paar Polizeihundertschaften mit Schlagstock und Pfefferspray herumlaufen. Aber das hatten wir ja schon mal. Okay, wie geht's weiter? Da wir realistisch betrachtet wohl weiterhin damit leben müssen, also ein bisschen ein paar Grauzellen haben wir ja schon, bitten wir sie, uns Anwohner zumindest dadurch zu schützen, dass zum einen die Häufigkeit dieser Veranstaltungen deutlich reduziert und zum anderen die Route geändert wird. Also so viel zu Demokratieverständnis. Mir passt es nicht, ich soll woanders. Geht aber weiter. Ich schreibe Ihnen heute, da die Situation in der Weststadt mittlerweile untragbar geworden ist. Demonstrationen um 20.30 Uhr direkt vor unserer Haustür mit lauten Trommeln und Geschrei, sodass unsere Kinder weinend einschlafen und auch um Hilfe bitten. Wahnsinn! Wenn Menschen noch immer nicht verstehen, dass Impfungen helfen und Corona eine reale Erkrankung ist, muss man in einer Demokratie wohl Verständnis haben. Aber es gibt sicherlich passendere Formate und Zeiten, um deren Unmut einen Rahmen zu geben. Ich möchte Sie bitten, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um zumindest die Zeiten vor diesem Unsinn in familienverträgliche Bahnen zu lenken. Wenn ich sehe, wie die Polizisten von sinnvolleren Arbeiten abgezogen werden müssen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und ganz ehrlich, ich muss auch immer wieder mit dem Kopf schütteln, wenn ich die Polizisten sehe. Ich musste auch am Montag in Heidelberger Innenstadt mit dem Kopf schütteln, als ich die Polizisten gesehen habe. Aber egal. Ich glaube, ich lese noch ein vor. Es wird immer besser. Hiermit möchten wir eine Anzeige wegen Ruhestörung einreichen. Heute Abend kam es erneut zu erheblichen Lärmbelästigungen. Danke sehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das alles mit einem Rechtschreibfehler lesen sollte oder nicht, aber ich glaube, ich stelle es mal mit einem Rechtschreibfehler vor. Abend kam er erneut zu erheblichen Lärmbelästigungen bis eine Demonstration in der Weststadt. Bis 21 Uhr war laute Gepfeife, Trommeln und Stimmungsmache zu hören. Oh nein! In einer Lautstärke, sodass unsere Kinder nicht schlafen konnten. Oh. Wir würden uns freuen, wenn solche Versammlungen in Zukunft aus Rücksicht vor den Anwohnern, Achtung, untersagt werden würden. Ja! Untersagt das! Ich erhielt die Info. Ich glaube, zwei lese ich noch vor. Das ist immer lustig. Ich erhielt die Info, dass man sich unter dieser E-Mail-Adresse bezüglich der Mittwochsspaziergänge, Faschingsumzüge als Anwohner bei Ihnen beschweren kann. Also ich weiß ja nicht, wir tun jetzt den Herrschaften was Gutes.
Fasching ist seit wie vielen Jahren? 2 Jahren ausgefallen? Also, eigentlich müssen es die Kinder hier ganz toll finden. Aber egal. Wo war ich? Ach genau, hier. Hiermit beschweren wir uns über die Mittwochspaziergänge durch die Heidelberger Weststadt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diese unmusikalischen Laufgruppen daran zu hindern, wöchentlich ihr Theater durch die Zierdinger Straße aufzuführen, wären wir davon sehr angetan. Unsere Kinder schlafen eigentlich zu dieser Zeit und sind mittlerweile leicht irritiert, weshalb es einen wöchentlichen Faschingsumzug gibt, der Laternenumzug jedoch ausfallen müsste. Wenn man so bescheuert ist und nicht gegen Ausfall der Faschingsumzüge zu demonstrieren oder irgendwas zu tun, aber eine Versammlung, Demonstration verbieten lassen will, dann kann ich denen auch nicht helfen. Liebe Herrschaften in der Weststadt, warum machen wir das? Ich bin nicht arbeitslos. Ich arbeite. Ich werde jetzt danach auch an Nachtdienst arbeiten müssen. Ich habe keinen Spaß dabei, hier zu sein. Und wenn ihr als Anwohner nicht wisst, warum wir hier das machen, und zwar ein Stand, das ist gerade hier, von hier aus kann ich sehen, das sind Kollegen in der Pflege, die Hausverbot erteilt bekommen haben und die unbezahlt im Prinzip gefeuert worden sind. Warum? Weil sie eine Impfung nicht haben wollen, eine sogenannte Impfung. Und es musste euch allen hier klar sein, dass diese Impfung nicht... Ihr sitzt alle hier rum und ihr findet es toll. Ich finde es auch toll, ich finde es super. Genau so muss es sein. Aber ihr müsst aber verstehen, dass es zur Demokratie dazugehört. Dass ich hier stehe und auch wenn nötig auch jeden Tag hier stehen kann. Und zu demonstrieren... Wenn ihr keine Ahnung habt, was Demokratie heißt wahrscheinlich vor den Herrschaften hier ein Elektroauto wahrscheinlich vor der Haustür zu stehen haben, weil da ist man woke, das ist super, weil da ist man ja, da ist man ein Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch, weil ein guter Mensch fährt ja ein Elektroauto und demonstriert vor Ukraine. Und wenn man nicht vor Ukraine demonstriert, dann ist man kein guter Mensch, dann ist man ein Nazi und Rechtsradikal. Wir hatten ja auch schon hier gehabt, dass die Leute Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben. Mit Wasser haben die Leute hier die Leute bespritzt. Und das ist demokratisch. Das finden sie toll. Weil Rechtsradikale darf man ja nicht zu Wort kommen lassen. Weil Demokratie gilt nur dann, wenn ich grün-woke bin, wenn ich rot-woke bin, wenn ich es super toll finde, dass alle zwangsgespritzt werden. Das ist toll. Obwohl ich weiß, dass eine vierte Impfung, eine vierte Spritze nicht bringt, muss jeder eine vierte Spritze bekommen. Ich werde jetzt nachher arbeiten gehen und ich muss einen Test vorweisen, also einen Test von einem offiziellen Testcenter, dass ich negativ getestet worden bin. Wir wissen alle, dass es scheiße wird. Also es bringt nichts. Aber die Geimpften, die haben ja schon einen Vertrauensvorschuss. In dem Moment, wo ich mich dreimal impfen lasse, spritzen lasse und alles so hinnehme, nichts hinterfrage, alles, was mir vorgesetzt ist, akzeptiere, dann bin ich ein guter Mensch. Dann muss ich niemandem mehr beweisen, dass ich negativ getestet worden bin. Aber ich habe die Spritze nicht geholt, also muss ich ja nachweisen, dass ich ein negativer Person bin. Dann bist du negativ. Aber egal. Aber ich finde es schön, dass ihr noch da geblieben seid. Super toll. Also wir haben ja jetzt vorgehabt, ein offenes Buch anzubieten, jeder, der was sagen mag. Auch die Herrschaften, die guten Herrschaften aus der Weststadt können sich hier austoben. Dann können sie auch so gerne beschimpfen, keine Ahnung, als Nazi, als Rechtsradikaler, als Verschwörungstheoretiker. Keine Ahnung. Wenn euch was einfällt, könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Genau. Für diejenigen, die nicht diese Unterschriftenliste hier unterschreiben, wir werden das auch online stellen auf der Webseite Offene Gesellschaft Kurpfalz auf guess.de. Offene Gesellschaft Kurpfalz könnt ihr auch online unterschreiben oder diese Initiative auch noch teilen. Und dann übergebe ich das Mikrofon. Danke.
miteinander. Die meisten werden mich mittlerweile kennen. Ich bin Brigitte, ich bin Ärztin und noch so ein bisschen mehr. Ja, ich wollte eigentlich nur eine kurze Bestandsaufnahme machen. Letzte Woche habe ich ja hier gesprochen. Da ging es noch um die Zitterpartie, wie das mit der Impfpflicht werden wird. Der erste Schritt ging gut aus, aber das war es schon mit den guten Nachrichten. Zumindest die Ablehnung hat auch keine Mehrheit bekommen. Und die Ablehnung samt Ablehnung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder Nachweispflicht hat keine Mehrheit bekommen. Das heißt, wir müssen weiter dranbleiben. Ich habe jetzt mehrere Statements. Eins von der Anwältin Ellen Röhring. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde abgelehnt. Damals galt aber noch die Meinung, dass die Impfung vor Weitergabe des Virus schützt. Kurz darauf hat sich das geändert. Daraufhin hätte eigentlich das Verfassungsgericht in die Pflicht treten müssen und eine Nachbesserung vornehmen. Das ist schon mal nicht passiert. Mittlerweile werden alle Anfragen oder Beschwerden noch nicht mal angenommen und schon gar nicht irgendwie begründet abgelehnt. Also sie finden einfach keine Annahme. Das Bundesverfassungsgericht drückt sich, wo es nur kann. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Heute Morgen habe ich von einer neuen Studie gelesen, die jetzt natürlich passend aufgeploppt ist, aus der Schweiz. Geimpfte haben angeblich weniger Viren in ihren Aerosolen oder wie auch immer. Ja, diese Studie läuft mit PCR-Tests. Ich habe selber mein letztes Dreivierteljahr meine Arbeit damit verbracht, wöchentlich unzählige PCR-Tests abzunehmen. Ich weiß genau, was man da alles verkehrt machen kann oder wie anfällig diese Methode ist, allein schon bei der Abnahme. Wir wollen gar nicht von den weiteren Verfahren reden. Also, ja, da muss man mal schauen, wie diese Studie noch gewertet wird. Gut. Kekulé hat gesagt, hat von einer weiteren Studie berichtet. Da ging es darum, warum manche Menschen Corona viel schlimmer bekommen als andere. Hat mit Antikörpern zu tun. Und was er im Nebensatz noch berichtet hat, dass dieses Antibody-Related Enhancement bei Geimpften praktisch nicht vorkommt. Gut, das wäre eine Beruhigung für Leute wie mich, deren gesamte Angehörige geimpft sind. Also dieser Zytokinsturm oder das, was Bakti befürchtet hat, würde angeblich bei Geimpften nicht auftreten, aber bei Menschen, bei wenigen, die dann eben die Krankheit viel schlimmer bekommen, aber man forscht wohl weiter. Jetzt würde ich gerne noch über deutsche Forschung berichten, aber leider Gottes, es gibt nichts. Ich habe ihn bei mir Die Meinung, ja. Okay. Ja, das war erstmal alles für heute. Ja, und den Anwohnern der Weststadt, die uns abends um 9 Uhr noch hören, empfehle ich doch die Anschaffung einer Funkuhr, damit sie mit der Zeitumstellung sich nicht so vertun.